So, ich bin jetzt hergerichtet für die nächste Radtour, aber heute mit reiner Muskelkraft und zwar mit meinem Rennrad. Da freue ich mich schon besonders drauf, weil Bad Waltersdorf halt einfach der ideale Ausgangspunkt zum Rennradfahren ist. Wenn man Richtung Fürstenfeld fährt, wird es relativ flach. Man kann super Grundlageneinheiten machen und dann hat man aber auch die Möglichkeit, wenn man Richtung Masenberg, Richtung Jogelland fährt, dass man so einiges an Höhenmeter macht. Und was noch was Cooles ist, es gibt so viele Seitenstraßen, so viele kleine Straßen, dass man mit dem Rennrad relativ wenig Verkehr hat, was natürlich super cool ist. Und ich habe jetzt auch schon meine Ärmlinge ausgezogen, weil es wirklich schon warm ist. Ich glaube, das ist noch relativ frisch, aber geht gut so. Und ja, starten wir los. Wir begeben uns eher in die höhenmeterlastige Region heute. Bad Waltersdorf nach Böllau gefahren. Das sind so gut 20 Kilometer, relativ flach, also ideal zum Aufwärmen. Und von Böllau haben wir dann eigentlich alle Möglichkeiten, was Hügel und Berge betrifft, also wenn man Höhenmeter machen will. Für mich ist das Schlaffeck einfach einer der schönsten Anstiege mit dem Rennradl. Und man wird auch mit einer super schönen Aussicht belohnt. Ich bin wieder zurück in Bad Waltersdorf. War eine super schöne Runde, 90 Kilometer und gute 1000 Höhenmeter. Wetter ist noch immer schön. Und in Bad Waltersdorf, wenn man von so einer Rennradlrunde retour kommt, gibt es dann drei Top-Möglichkeiten zum Regenerieren. Erstens, die Beine im Thermalwasser entspannen. Zweitens, zum Buschenschank gehen. Und drittens, einfach beides machen.